Recht herzlich willkommen zur 126. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir hier den Bus noch gemacht in Riedenburg, dass da die Passagiere abtransportiert werden, die dann schon auf 255 wohl gesunken sind. Da geht's also voran. Dann schauen wir weiter. Wir waren in der Liste, ne? Eine, sag schon, Haltestellenliste und haben geguckt, wo da die größten Probleme waren, ne? Gut, so, da haben wir hier nochmal. Wir warten 100.000. Das hatten wir schon bearbeitet, glaube ich, ne? Da haben wir hier ein paar LKWs draufgesetzt, genau. Das haben wir getan. Das soll ja alles nach Döbeln. Das ist also schon geklärt in dem Sinne. Nächste Haltestelle war dann hier. Hier ist Getreide gefragt, Gerste 34.000. Ja, da wollen wir überlegen, ob wir dann Zug machen oder nicht, ne? Tja. Also von über raus sind deutsche alter Getreidehof. Döbelnmühle und wir müssen nach Süddeutscher über Süddeutscher zu über Döbeln Südostwald. Wo ist denn Döbeln Südostwald? Über Süddeutscher alter Getreidehof, der ist doch hier. Und die fahren dann wohin? Nur am Mühlebetriebshof. Südostwald. Döbeln Südostwald, das heißt. Über Radolfzell Süddeutsch. Ne, das ja. Ah ja, das ist für der. Passt schon, ne? Hier ist es also. Das hier ist der Süddeutsche, ne? In Radolfzell natürlich. So, das bedeutet, wir müssen da eigentlich mal was schneller wegkriegen, ne? Das ist unser Problem jetzt. Und über Südostwald Döbeln geht auch was, das wäre dann hier, ne? Wenn die Mengen ja akzeptabel sind, genau, aber diese Menge da oben, die ist jetzt nicht mehr akzeptabel mit 30.000. So, das würde bedeuten, wir machen hier mal was, ne? Und zwar bauen wir da mal einen Zug gerade hin. Wie sieht denn die Lage hier aus? Zur Norddeutschen Mühle, Radolfzell, Norddeutsche Mühle geht es dann ja weiter, ne? Die wäre ja da. Ja, ich denke mal, wir machen erstmal hier unten die Gleisanlage hin. Und gucken dann weiter, ne? Machen wir erstmal hier. Wir machen dieses hier weg, die drei. Und machen da erstmal ein Dingens hin. Ein Bahnhof. Das ist jetzt die Idee. So, zack. So, da kommt jetzt der Bahnhof hin. Das kommt weg, das kommt weg. Da ist er. Da legen wir ein Gleis lang. So. Und ein Güterbahnhof.
Erstmal einfacher Bauart. So. Findet keinen Weg mehr, okay. Wartet auf freie Strecke jetzt. Lass mal gerade überlegen. Der hatte wahrscheinlich jetzt gerade in dem Moment, wo wir da drauf sind. Ja, das ist jetzt ein freier Wegpunkt, super, klappt, ne? Gut, dann mach den mal gerade zu. Meine Linienverwaltung, wir haben genau die Stelle erwischt, wo der Bahnhof drauf angeklickt und so ist, ne? Ja. Nee, das war es jetzt nicht, was ich wollte. Der findet auch keinen Weg mehr, ist klar. Ich wollte jetzt definitiv in die Linienverwaltung. Also hier ist schon richtig. Nicht Passagiere, sondern hier. Stadtbus Radolfzell. Der hält da nicht. Dann brauchen wir nichts korrigieren. So, den müssen wir was korrigieren. Linie ändern. Freier Wegpunkt einfügen. Ne, stopp mal, der freie Wegpunkt ist es nicht. Warte mal, das ist wo? Da, der passt also noch. Das sind nur freie Wegpunkte, damit er richtig rein und raus fährt. Okay, das passt noch. Die Linie war es nicht. Der. Freie Wegpunkt sitzt da. Der sitzt da. Das heißt, der ist es auch nicht. Dann kann es ja nur noch der sein. Der ist es auch hier. Einfügen. Da. Und den löschen. Da. So. Dann gucken, ob es klappt. So, die sind jetzt alle falsche Taste erwischt. Jetzt alle blockiert, aber finden jetzt schon ihren Wegpunkt, weil der eine weg ist, dann läuft's wieder, ne? Okay. Ja, läuft. Gut, dann bauen wir weiter hier lang. Kommen mit dem Gleis dann irgendwo dahin und passt. So, dann können wir da den Bahnhof bauen. Passt auch. Von hier aus wollen wir nach da, also kommt hier der Lokschuppen erstmal hin. Passt. Und dann kann das hier erstmal zu. Dann holen wir da eine Lok raus. Ja, welche nehmen wir? Die ist schneller. Nehmen wir die. Waggons hinter für Getreide.
Beispiel Gerste. 12 Tonnen, 30 Tonnen und das ist hier 52 Tonnen. 3 Haltlänge. Passt, oder? Geht noch einer? Geht noch einer. Das war einer zu viel dann. So, und dann brauchen wir da einen Fahrplan von dort nach dort. Und das ist eine neue Linie. Und die Linie nennen wir halt Gerste Mühle Getreidehof. Schuss. Ich hoffe, das hat er jetzt auch so genommen. Jetzt ist neue Linie wahrscheinlich erst aktuell, ne? So, und dann startet der. Kurz einmal gucken, wo er lang fährt dann. Oh, der ist schon flott raus, ne? So kann der transportieren. Okay, 260 Tonnen. Ja, da hat er einiges zu fahren. Gucken wir gerade mal zu. Aber wir müssen noch die Linienverwaltung aufmachen, weil ich gehe von aus, dass da unten noch einer ist, den wir da falsch gesetzt haben, oder? Ne, da fährt sogar einer drauf. Na, da 62er Linie, ne? Das war die neue Strecke, ne? Ja. Raus damit. So, der bringt das jetzt hin und her. Ist leer, fährt wieder leer zurück. Schade. So, und da er das jetzt hin und her bringt, können wir eigentlich zusehen, dass wir da andere deaktivieren. Die nämlich gleiche Strecke im Endeffekt fahren. Und das müsste so einer wie der hier oben sein. Rudolf Zellalter. Alter Getreidehof. Die ist da. Und der ist da und genau das ist es. Das bedeutet, dass man die jetzt alle ausmustern können, oder? Dann ist auch weg. Gut. Ja, die gehen jetzt alle raus, ne? Okay, der hat noch geladen. Sind aber auch gleich raus. Dann können wir die Linie löschen. Wo ist der jetzt? Okay, der fährt da gerade erst los. Aber wie ist die Kapazität von dem? Ja, der andere, der Zug bringt das Zehnfache hin und her. Und dabei ist er noch nicht mal lang. Gut, dann haben wir das. Der wird dann ja auch, oder der fährt ja schon definitiv, obwohl er nur einen Weg fährt, fährt er trotzdem plus ein. Das ist schon mal cool. Knapp daneben ist auch vorbei. So, der ist weg.
Ja, der muss jetzt da auch gleich ankommen, ne? Ja, Zug ist schon da unten gleich wahrscheinlich. Da kommt der Zug an. Ja, gut. Das läuft im Endeffekt, ne? Und da stehen jetzt einige und warten auf Beladung, ne? So, die Linie löschen wir. Weil jetzt haben wir die andere dafür. Adolfzell Klosterbrauerei wartet der jetzt drauf, okay. Das heißt, von hier gibt es nichts mehr. Beziehungsweise, da gibt es noch was, aber die Klosterbrauerei braucht nichts mehr, ne? Ja, voll. Läuft, ne? Somit erledigt. Gut, da haben wir jetzt eine Zuglinie gemacht, für LKW-Verkehr getauscht. Irgendwann fährt er auch mal vielleicht was zurück, oder? Braucht er da, kriegen die nichts von der Getreidehof da oben, müsste eigentlich sein, ne? Hier ist ja noch, ne? Der müsste ja auch irgendwann in eine andere Richtung dann liefern. Ja. So, und von hier aus geht's dann noch zur Klosterbrauerei, oder wie war das? Und zur anderen Mühle auch noch, wenn, ne? Ja, das müssen wir dann in der nächsten Folge uns angucken, wie hier weiter geliefert wird. Wer dann der Nächste ist, der da was macht, weil momentan sehe ich keine Fahrzeuge, die nach da oben fahren, ne? Ihr müsst ja auch euer anliefern, oder? Dann haben die gerade, ne, die haben gar nicht Weizen. Okay. Kriegen auch von allen was, wenn? Ja, auch von denen. Müsste man die Bahnstrecke weiter rumziehen noch dann, ne? Ja, wie gesagt, da kümmern wir uns in der nächsten Folge dran drum. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.